Weil ich ja noch nie erlebt, dass so jemand kriecht. Aber wir sind blutverschmiert. Das Blut, das lockt ihn doch an, oder nicht? Der beißt sich ganz einfach da durch und dann hat sich das. Also jetzt, ne? Hui! Heilandsack, ganz schön sportlich für das Mädchen. Leckt mich am Arsch. So und so. Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich habe genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig. Ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Ich... Sie haben sie verloren? Muss rausgefallen sein. Oh oh. Oh oh. Gut so. Hau ab. Hat er sein Messer noch bereit? Ich weiß es gar nicht. Jetzt machen wir den hier. Gut. Wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Wir gehen. Gerade mal hier hin. Die Viecher müssen mich echt nicht noch besser sehen. So. Das nenne ich ein gutes Versteck. Was war das denn gerade? So und... Verdammt! Ba. Allein die Vorstellung, wie grauselig das jemand... Grauselig, das sein muss, wenn da so ein Ding auf dich zuspringt und dir seine Krallen in den Rücken rammt. Brrr. Ein gutes Versteck. Muss da ein schlimmer Tod sein. Also hätte ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Sie kommen. So. Dreckiges Stück. Warum spricht er denn überhaupt? Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren. Sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen. Ja, das ist der. Ja, ich würde da nicht hingehen. Tut mir leid. Ich war etwas beschäftigt mit dem riesigen prähistorischen Menschenfresser hinter mir. Gut, wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. Viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos. Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Wenn Sie nicht manns genug sind, die Embryos zu holen, mach ich selbst. Moment. Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber Sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiv. Wenn Sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell! So. Die Dinger kommen immer schneller. Nein! Ups. Hat ihn aber nicht gestört. Nein. So, scheiße, sobald man hier einmal aus dem Rhythmus ist.
wird es sehr, sehr schwer. Und zumal die Dinge auch immer schneller werden. Ja, jetzt heb's halt auf, mein Gott. Du siehst mich nicht. Was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? So, und... Verdammt! Warum? Ich hab sie! Carl Lewis kann sich gerne ein paar Trainingstipps von mir holen. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass ich sie verloren habe. Was? Der hält sie gar nicht richtig in der Hand, sehe ich gerade. Ein Cheater also. So. Ja, jetzt komm, jetzt kletter halt hoch, du bist doch jetzt wohl. Kommt die hier hoch? Nee, ne? Also eigentlich dürften sie nicht, ne? Eigentlich. Was? Ich habe Augen gesehen. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein, nur. Ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Große, leuchtende Augen? Sie haben sie auch gesehen? Nicht hier, aber ja. Geh weiter. Raus hier. Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh, um Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das Licht an. Scheint so, als würden diese Dinger lieber im Schatten bleiben. Wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Alter, erschreck mich halt nicht. Scheiße, bin ich erschrocken. Boah, scheiße. Worauf warten Sie dann? Auf nichts. Ich bin erschrocken in dem Spiel. Sie wissen also nicht weiter? Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet, wie eine Ölpumpe oder so. Nichts für ungut. Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ich mach das schon. Wir lesen gerade mal das da. Warum lesen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Ganz ruhig. Das ist nur ein aufgemotzter Sicherungskasten. Zum so. Schließen drücken. Was schließen? Tja, ich habe versucht, richtig zu raten. Das heißt, es sind nur noch die...